Hi Leute, heute in dem Video wollte ich mal eine kleine, das heißt kleine, eigentlich sehr, sehr große und wunderschöne Vision mit euch teilen und was ich so ja, in Zukunft plan und gedacht habe. Und zwar... Mein Gedanke ist es, dass es in Zukunft in jeder Schule jedem Kind auf dieser Welt ermöglicht wird, gewisse Techniken zu lernen, um glücklich zu leben. Gewisse Mittel, Methoden an die Hand gegeben werden, um glücklich zu leben. Und das geschieht schon in vielen Schulen. Es gibt solche Projekte. Es gibt auch viele alternativen Schulen, was ich sehr gut finde. Auch Freilernen finde ich sehr schön. Aber es ist doch auch wichtig, meiner Meinung nach, solange man an ein System gebunden ist, und eben 90%, 95%, ich weiß nicht wie viele Menschen aktiv an diesem System beteiligt sind, die in die Schule gehen. Die wenigsten entscheiden sich dazu, nicht in die Schule zu gehen, Freilernen, Homeschooling, Unschooling oder andere alternative Wege zu gehen. Und da ist doch das Wichtigste meiner Meinung nach, auch um die Masse eben zu erreichen, in Schulen zu gehen, Projekte zu starten, um den Kindern wirklich Mittel und Methoden an die Hand zu geben. Jetzt hört ihr gerade zu. Wir möchten uns doch gar nicht von stören lassen. Rede ich einfach ein bisschen lauter. Und in Bhutan zum Beispiel geschieht das schon. Und das war so ja, wunderschön. Ich habe so eine Reportage über Bhutan angeschaut und es ist Wahnsinn, dieses Land, wie bewusst die Leute dort teilweise sind. Und dort wird in Schulen auch beigebracht, den Kindern, dass sie nicht nur ihre Zähne putzen sollen, sondern da wird ihnen beigebracht, gibt es Gehirnputzen. Und den Kindern erklärt, hey, genauso wie ihr auf eure Zähne aufpasst, achtsam seid mit euren Zähnen. Genauso müsst ihr achtsam sein mit euren Gedanken, mit euren Gefühlen. Und dort wird denen einfach ja, Achtsamkeitsmethoden, Methoden beigebracht, um glücklich zu leben, um sich völlig zu entfalten, die Kinder. Und ich denke, wir sollten keine verweichlichten Kinder ranziehen. Wir sollten keine Kinder ranziehen, die man vor allem beschützen muss. Nee, wir sollten lernen, unseren Kindern beizubringen, wie man auf dem Fahrrad hockt. Das heißt, das Gleichgewicht zu haben. Wenn du kein Gleichgewicht auf deinem Fahrrad hast, dann ist alles für dich eine Qual. Du kommst nicht mal dazu, das Fahrradfahren zu genießen. Wenn du mal fest auf deinem Sattel sitzt, dann kannst du über Sprungschanzen springen, du kannst rechts, links fahren, du kannst schnell fahren, du kannst Bogen fahren, du kannst alles machen. Wenn du Gleichgewicht hast, wenn du noch mit deinem Gleichgewicht kämpfst, wenn die Kinder noch nicht ihre Mitte gefunden haben, noch nicht wissen, wie sie glücklich sind, dann kämpfen sie mit allem. Wenn dein Kind nicht gewappnet ist, um im Regen zu tanzen, um mit den Stürmen des Lebens mit Freude umzugehen, es ist nur Wetter, das was im Äußeren ist, ist einfach nur Wetter. Wenn wir uns wieder in den Zustand bringen, dass wir glücklich sind, egal wie es Wetter ist. Das ist das, wo es hingehen soll. Das ist das, was sich jeder wünscht, glücklich zu sein. So, und dann kannst du machen, was du möchtest im Äußeren. Du kannst Banker werden, du kannst Kaufmann werden, du kannst egal was werden. Du wirst Ingenieur, du wirst Arzt, du wirst dieses, du wirst jenes. Es ist völlig egal, wenn du glücklich bist.
Aber diese Möglichkeit glücklich zu sein, die Methoden und Techniken dazu an der Hand zu haben, die sollte jeder Mensch erfahren. Dass jedes Kind in der Schule lernt, wie es mit seinen Gedanken, Emotionen umgehen kann, wie es glücklich ist, wie es sein Gehirn putzt. Und ich gebe zum Beispiel jetzt seit vier Jahren, glaube ich, seit 2014, regelmäßig Inliner-Kurse an Schulen und da haben wir eben auch das Roller-Kids-Projekt und gehen an Schulen, machen da Verkehrs- und Sicherheitstage, damit die Kinder richtig und sicher in die Schule kommen können. Und solche Projekte möchte ich einfach in Zukunft starten, unterstützen und auf die Beine stellen, wirklich in die Schulen zu gehen, vor allem auch Lehrer auszubilden. Lehrer auszubilden, die wiederum andere Lehrer ausbilden, die den Kindern einfach nur einfache Übungen zeigen, die sie vielleicht einmal in der Woche machen. 5 Minuten einmal in der Woche eine Übung. Das war's. So viel Zeit sollte jedem es wert sein, so, diese 5 Minuten zu investieren in der Woche für sein Kind. Ich sollte jede Schule übrig haben. Und dieses Projekt immer weiterzutragen, Schritt für Schritt. Das möchte ich in den nächsten Jahren einfach schaffen, diese Möglichkeit, dass jeder Mensch glücklich seinen Weg gehen kann, dass er Methoden an die Hand bekommen hat, wie er das machen kann. Sadhguru zum Beispiel, das ist ein indischer Yogi, der hat viele Projekte in Indien laufen. Die haben, glaube ich, über 30.000 Schulen mit solchen Projekten erreicht. Du kannst zum Beispiel ein anderes Schulprojekt, was ich auch wunderschön finde, ist dann, oder ein Dorfprojekt eher dort, wo die dort gestartet haben, dass es in jedem Dorf, in jeder Schule ein Grundstück gibt, wo Fruchtbäume wachsen. Pflanzen wachsen, wo alle Kinder unter 15 Jahren dort reingehen können, so viel essen können dort, wie sie möchten, dass jedes Kind mal diese Erfahrung macht, eine Frucht selbst in die eigene Hand zu nehmen und vom Baum zu ernten. Das ist heutzutage ja wirklich, ich habe das nie wirklich gemacht als Kind, so bis ich mich selbst damit angefangen habe zu beschäftigen. Aber diese Möglichkeit sollte jedem Kind gegeben werden, dieses Bewusstsein, das es dabei entwickelt, wo das Essen wirklich herkommt. Dass Essen wirklich an Bäumen wächst, dass es auch Essen ohne Geld gibt, dass das Essen von den Bäumen kommt und nicht vom Geld, dass das Geld ein Mittel zum Zweck ist. Geld ist wunderschön, man kann damit viele sinnvolle Dinge machen, es ist ein wunderbares Tauschmittel, aber aus Geld macht man kein Essen. Essen wächst einfach an Bäumen, in der Natur. Und wenn wir die Welt, die Natur wieder so bewahren, wie sie sein sollte, dann wird jeder immer genug zu essen haben. Und solche Projekte in Schulen zu bringen, in Schulgärten, und gleichzeitig die Möglichkeit, Methoden, Techniken, um das Gehirn zu putzen, um mit den Emotionen umzugehen. Dass sich nicht Kinder das Leben nehmen, die eigentlich das sprudelnde Leben, die Lebendigkeit sein sollten, weil sie gerade in irgendeinen Sturm geraten sind. Nee, Kinder sollen wieder lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, glücklich zu leben. Und dann können sie sich entscheiden, was sie machen wollen auf dieser wunderbaren Welt, die sich um einen Feuerball dreht und einen Mond, der die Meere bewegt. Genau. Und ja, das sind so meine kleine Vision, große Vision für die Zukunft
was ich in den nächsten Jahren immer mehr starten möchte. Ich möchte da vielleicht dann mir ja, solche Projekte anschauen, in Indien eben, oder auch überall auf der Welt in Schulen gehen, mit Lehrern, Pädagogen zusammenarbeiten. Wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen, egal was habt, kommentiert gerne unter das Video. Und allgemein eure Meinung würde mich dazu einfach interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr denkt, dass man das Ganze am besten umsetzen kann. Mein Plan ist es eben, ja, Lehrer fortzubilden, die dann wiederum Lehrer ausbilden. Und das an Schulen, du brauchst dazu gar nicht viel Zeit, wenn du das den richtigen Leuten verklickst. Das ist im Interesse von uns allen, dass unsere Kinder, egal was sie machen, glücklich sind. Wenn wir, heutzutage viele Menschen, die erfolgreich sind, die laufen mit Gesichtern rum, Mundwinkel nach unten und eine schlechte Laune. Und was sind wir dann für Vorbilder, wenn erfolgreiche Menschen, wenn du erfolgreich bist in dieser Welt und nicht glücklich bist? Was ist das für ein Vorbild, was wir unseren Kindern noch geben? Also, man hat mal gesagt, in den 60er Jahren, als die Kinder sich auf die Straße gehockt haben und Pott geraucht haben, anstatt Arbeit zu geben, weil die Eltern irgendwie irgendwelche reichen Banker einfach nur Menschen ausgebeutet haben oder einfach unglücklich waren und erfolgreich. Sie waren unglücklich und erfolgreich. Was ist das für ein Vorbild? Dann ist es wirklich sinnvoller, sich irgendwie auf die Straße zu setzen, Drogen zu nehmen. Zumindest richtet man damit keinen Schaden an. Zumindest schadet man damit keinem anderen. Das ist immer noch sinnvoller. Aber wenn du erfolgreich bist und nicht glücklich bist, was ist das für ein Vorbild? Was geben wir unseren Kindern damit? Wir sollten mega glücklich sein, wenn wir erfolgreich sind. Das sollten wir wieder unseren Kindern mitgeben. Was bringt es unseren Kindern mitzugeben? Hey, wenn du selbst, wenn du erfolgreich bist, bist du nicht glücklich. Was ist das für ein Vorbild? Wir sollten wirklich wieder Vorbilder werden. Wir sollten wahrhafte Vorbilder werden. Da sehe ich mich auch drin, wenn ich zumindest enorm glücklich bin in dem, was ich mache, wenn ich erfolgreich bin. Das möchte ich Menschen mitgeben, dass man auch glücklich dabei sein kann, wenn man erfolgreich ist. Und es ist auch wichtig, wenn wir wieder eine Zukunft für unsere Kinder schaffen wollen, dass die auch wieder erfolgreich sein möchten überhaupt. Kinder. Und das möchten die mit Sicherheit nur, wenn die sehen, dass man dadurch glücklich wird. Beziehungsweise es ist egal, was man macht. Schau, dass du glücklich bist. Egal, ob du erfolgreich bist oder nicht. Genau. Das wollte ich heute einfach mit euch teilen. Wie gesagt, schreibt mir das Video. Eure Meinung interessiert mich da enorm. Tipps, Anregungen. Gedankengänge. Ansonsten macht's gut. Genießt das Wetter, egal was ihr gerade macht, wo ihr gerade seid. Nimm einen bewussten Atemzug. Spür das Leben. Und macht's gut. Ciao.